Oh, geht schon weiter. So, weiter geht's. Wir sind gerade noch so ein bisschen am Ausbessern hier. War hier eine Tür oder war hier keine Tür? Da war auf jeden Fall eine. Machen wir da unten auch mal eine hin. Und zwar aus Stahl. So. So, dann haben wir hier. Genau, geht doch. Rasend vor Wut Combo. Oh oh. Können wir den irgendwie festnehmen oder sowas? Oh, wir können den angreifen, aber. Oh, tut gar nicht Not. Evim hat den K.O. geschlagen. Hihi. Okay, dann nehmen wir ihn mal gefangen. Lässt sich nicht groß stören hier. Verpflegen vom Combo. Da liegt doch schon. Naja, ist egal. So, hier fehlen uns noch ein paar Turrets. So eine Scheiße. Und hier oben wollten wir ja ein Krematorium hinbauen aus Granit. So, bauen wir das mal gleich dahin, wo wir auch Strom haben. So, Strukturen, Granit. So. Und Stehlampe. So. Können wir das priorisieren hier? Oh, rechtes Bein abgeschnitten. Wow, der hat wollte Yefim verkloppen, Yefim, und Yefim hat ihn dann mit der Ellenbogenklinge das Bein abgeschnitten, so quasi als Warnung. Okay. Interessant. Kombo sagte Schwarze Wespe etwas über Heilwurzeln. Kombo und Schwarze Wespe scherzen über das Schwimmen. Kann niemand leiden hier? Gutes Gedächtnis, aufreibend, zu klug. Also so ein Besserwisser, aber der wirkt auch wirklich eher nützlich. Insofern, aber vielleicht sollten wir Huber, den Foltermeister, da mal aus dem Gefängnis rausholen. Könnt ihr mal hier alles wieder reparieren? Kann ja nicht sein. Sehr gut.
So. Rechtes Bein. Okay, Operation, Aufgabe hinzufügen. Also wir können ihm die Lungen klauen und die Markus geben, dem eine fehlt, aber ich glaube, wir sollten Holzbeine herstellen irgendwie, ne? Naomi hat immer noch Rauchblattentzug. Combo hat Wundinfektion. Okay, also Combo, dir geht's nicht so gut, habe ich den Eindruck. So. Aufgaben. Leiche verbrennen. Wiederhole für immer. So. Haben wir irgendeinen Psychopathen hier? Können wir irgendwie jemanden nehmen, den das wenig beeindruckt? Okay. Sieht so aus, als ob das Carsten wenig beeindruckt hier. Okay. Ja. Carstens Laune wird nicht beeindruckt dadurch, dass er hier tonnenweise Leute verbrennen muss. Interessant. Okay. Fressattacke, doch. Stärkere Schmerzen. Also nicht aufgrund zu viele Leichen gesehen, sondern weil stärkere Schmerzen. Okay. So, wir brauchen hier am besten auch einen Fußboden. Scheiße. Oh, das war aber ein Dings hier. Große Konstruktion, okay. Freibauer Eutismus, nee, Eutymus. Eutymus Angelos, der Fraktion des Exodus Imperium, ersucht dich, ein Denkmal zu errichten, um die Herrlichkeit seiner Kriegerehre in die alle Welt zu tragen. Das Denkmal, das ist vielleicht mehr, als wir Ressourcen haben, ne? Was kriegen wir dadurch? Nichts wirklich, was wir wollen. Okay. Lassen wir das erstmal. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier alles wieder aufbauen. Kann ich jemand mal Huber, den Foltermeister, beerdigen von Huber? Okay. Nein! Gegen Combo, der nur noch einbeinig ist und sich eh nicht wehren kann hier. Scheibenhonig. Okay. Toll. Sagen wir mal, Jefim hat schon viel durchgemacht hier. Seine Frau ist gestorben und
hat jemand ein Bein abgeschnitten und ihn dann ermordet. Sagen wir mal, ist ein komplizierter Charakter. So, haben wir hier noch mehr, also die Gräber, ob wir die noch brauchen, weiß ich nicht. Hier liegen auf jeden Fall noch jede Menge Leichen rum. Grizzlybär, okay. Ich denke, macht Jagd auf Geiß, nicht auf Henne. Nein, nicht Henne 5. Geht das wieder los? Okay. Ja. Okay, gucken wir mal. Wir brauchen erstmal für euch alle wieder Waffen hier. Was haben wir denn hier? Übel, schlecht, Norm. Haben wir eine Nahkampfwaffe für den Herrn Markus? Ich glaube nichts, was besser ist als seine Powerklinge. So, ich nehme mir natürlich hier das Impulsgewehr. Kerstin hat. Nussi hat nicht. Fisch. Kriegt man. Oh, das ist biokodiert. Okay. So, Bench hat auch noch nicht. Okay. Carsten hat. Ratte hat. Naomi hat nicht, aber ist noch bettlägerig. Okay. Und diese scheiß Vase, die wir da eingesammelt haben, die stellen wir hier mal rein. So. Vielleicht macht das die Laune besser von Jefe. Oh, Carsten ist wieder wach. Sehr gut. Ich kann mal weitermachen mit dem Einäschern, damit die ganzen Leichen hier wegkommen. So. Steht hier irgendwie, wie viele Leichen man schon eingeäschert hat? Nee. Hier war auch mal eine Tür, ne? Ba-ba-ba-ba-dam. Oh, das im Licht ausgesetzt wurde. Welchem Licht? Ach so, weil hier die... Toll. Ah ja, das ist ja jetzt übersichtlich hier. Okay. So.
Freigras ist erfroren. Wo? Achso, das draußen. Toll. Wow, neuer Rekrut Jefim. Sehr gut. Für die Kolonie zu gewinnen. Jefim hat angenommen und tritt der Gemeinschaft von Nussi bei. Gut. Sehr gut. Super gut. Und er hat natürlich nicht mehr seinen Arbeitsplan. Als ob er jetzt einen anderen kriegen würde als sonst. So. Aber eine Waffe braucht er, der Herr. Präzisionsgewehr oder... Reptilgewehr. Das ist gut. Bewegen, Rückenschmerzen, Rauchblatt. Ach so. Die ist immer noch high, die Dame. Wir haben ja die ganze Basis wurde in Schutt und Asche gelegt, ja. Und die Dame liegt immer noch high im Bett. Ist hier angekommen? Ah, Leute, verfolgen mich, helft mir bitte, ich bin die Schwester von Nussi. Hat sich zugequarzt, hat sich hingelegt, ja. Oh, ich glaube, jemand schießt auf die Basis. Na egal, ich bin high. Hat das Ganze, den ganzen Angriff verschlafen. Mehrere Wellen des ganzen Angriffs. Ja, während Carsten hier schon die ganzen Opfer der Auseinandersetzung verbrennen muss, in diesem Krematoriumsofen, den wir extra dafür gebaut haben, liegt sie immer noch im Bett. Und ist high. Oh, wow, wow. Scheiß Grizzly. Wir haben noch Hähne und wir haben noch Hennen. Okay. Weißt du was? Wir machen einen extra Hühnerbereich. Zuweisung war das, ne? Nee. Tiere, Gebiete verwalten. Neues Gebiet. Umbenennen. Hühner. Okay. So, und dann machen wir das Hühnerstallgebiet. Machen wir hier rein. Zack. Da können die dann was essen. Und da ist schön warm. Da können dann sogar die Eier, wenn die legen. So, Hühnerstall. Sonst noch irgendwelche. Haben wir noch einen Truthahn oder so? Ne, die sind schon alle tot, wa? Okay. Also, diese Steinfallen zu bauen dauert ewig viel länger als die Holzfallen zu bauen. Möchte ich mal konstatieren hier. Wow, ist immer noch nicht fertig. Psychid-Excess, Bench. Okay, Bench trinkt Pilztee. Okay. Sind jetzt alle Leichen weg? Nee, da liegen immer noch welche. Teilweise schon ohne Kopf. Okay. Meine Fresse. Oh, warte, dann müssen wir hier ja auch theoretisch, wenn das der Hühnerstall ist. Ah.
erstmal alles repariert hier. Die Solarzellen haben auch Schaden abbekommen hier. Oh. Hier ist ein Loch drin. Oh, der Tisch. Wir haben gar keinen Esstisch mehr. Den bauen wir mal auch aus Granit, wo wir gerade so viel davon haben. Und ein paar Sessel aus glattem Leder dazu, damit das auch ein Upgrade ist. Ah, super, wir können sogar wieder zum Forschen übergehen. Das finde ich gut. Und jetzt ist die Pflanzperiode schon vorbei. Das ist alles noch nicht reif, der ganze Scheiß hier. Mech-Cluster mit Sonnenblocker. Ein mechanoider Cluster ist in der Nähe von Firnbaumhausen gelandet. Eine Sonnenblockermaschine ist in die ganze Region mit einem Schatten überdeckt und ein Mech-Cluster ist. Der Mech-Cluster bleibt so lange bestehen, bis du ein Team schickst. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur diesen Kältemacht-Dings da in der Nähe, warte mal, sondern wir haben jetzt auch einen Sonnenblocker, der uns quasi die Sonnenenergie kaputt macht hier. Toll. Super. Sehr schön. Die machen uns das nicht einfach hier. Super. Also hier ist Sonnenblocker und hier ist der Klimaregulator. Was wollen die hier machen? Wollen die hier eine neue Eiskappe machen oder was? Wo könnten wir denn, wenn wir jetzt eine Karawane machen wollten? Hier könnten wir hingehen. Ne? Das ist gemäßigter Wald. Da wären immerhin die Hälfte der Tage im Jahr könnte man hier anbauen. Ich meine, eigentlich wollte ich ja extra hier in das Schneegebiet, weil wir gerade Winter haben. Und das passen würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, man kann vielleicht auch die eine oder andere Sache anbauen in der Zwischenzeit hier. Ja. Für Fische. Das heißt, man kann hier angeln. Ernsthaft? Wusste gar nicht, dass das mittlerweile geht. Das müsste ich mal ausprobieren. Also wenn wir hierhin reisen würden, könnten wir über die Straße, wir liegen ja direkt an der Straße, das heißt, es geht schneller voran. Dann müssen wir hier runter und wie weit ist denn das weg? Steht das hier? Ne, steht nicht da. Müssen wir nur dafür sorgen, dass die alle hier irgendwie mitkommen und die ganzen Tiere auch und dann brauchen wir jede Menge Nahrung und am besten sollten alle gute Laune haben, damit das auch klappt. Dann können wir hier aus dem Bereich raus. Obwohl, wir müssen eigentlich nur die Basis erstmal hier hinziehen, dann wären wir schon aus dem Bereich raus. Na, dann bräuchten wir da nicht hin und die kaputt machen, weil Mechanoiden, die haben es in sich. Haben wir schon ein paar Mal gemerkt. Wie wäre denn, wenn wir jetzt hier rausziehen, ja, aus dem Bereich? Wie wäre dann hier 20 von 60 Tagen? Das wäre immer noch besser als hier, ne? Ne, hier haben wir angeblich auch 20 von 60 Tagen. Also ich bin dafür, wir versuchen hier hinzukommen und bauen hier eine neue Basis mit den Leuten. Aber da müssen erstmal alle wieder auf dem Damm sein. So. Ist auch ein bisschen schade um die ganzen Rohstoffe hier, aber... Ah, siehst du, da sind die Eier. Sehr gut.
Die schalten wir mal aus, damit wir mehr Hühner kriegen, weil im Winter können wir die, glaube ich, gebrauchen. Jetzt ist schon wieder Schneesturm hier. Guckt euch das an. Das ist ein Schneesturm-Dings da. Das könnte auch mal wieder jemand sauber machen hier. Königlicher Tributeintreiber. Ja, verfatz dich. Schließen. Mir doch egal. Königlicher Tributeintreiber. Wie warm ist denn das hier drin? 21 Grad, das reicht. Toll. Ganze. Ich glaube, beim nächsten Mal versuchen wir mal eine Karawane. Dann müssen wir im Zweifelsfall müssen wir Naomi halt. Ob die sich jemals wieder erholt, ist die Frage. Minus 30 und minus 10, also minus 40% hat sie. Aber das Bewegen kommt vom Rauchblattentzug hauptsächlich. Hässliche Umgebung, unschuldiger Gefangener gestorben. Ja, mein Gott, ohne Tisch gegessen. Nimmt Nussi das Jefim übel, dass er den Typen, der ihn hauen wollte, umgebracht hat. Achso, können wir vielleicht hier die auch alle krematieren, weil das ist zu nah an der Basis dran. Hier könnte man noch irgendwas Nützliches bauen. Oh, wow. Gruselig. Okay, da brauchen wir hier Carsten wieder. Ne? Carsten, dein Typ wird verlangt. Ja, jetzt erfrieren die ganzen Pflanzen, war klar. Autoschrotflinte ist auch gut. Besessen von Leichen, Carsten. Wie kommt das bloß? Leichen. Leichen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir beim nächsten Mal eine Karawane zusammenstellen können, um den ganzen Kladradatsch hier gen Süden zu ziehen, weil die Gegend hier wird zunehmend unfreundlicher. Oh, was ist das hier? Friedensgespräche von der Bringer-Familie. Im Zweifelsfall müssen wir vielleicht Nussi und Naomi hier lassen, bis Naomi soweit genesen ist und dann können die hinterherkommen. Aber dann kann ich, glaube ich, keine zweite Basis gründen. Wenn man darf nur eine Basis haben, meine ich. Geothermie! Na endlich! Forschungsmenü. Bap, 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 bap. Farbige Beleuchtung. Wir wollten hier
Tiefenbohrung, da kann man doch, da kann man Rohstoffe finden, ne? Langstreckenscanner. Löschschaum, Biokraftstoff, Hydrokulturen wäre, glaube ich, cool. Was mit dem eigentlich? Schuffeld, Drohne. Warum kann er den nicht einäschern? Kerstin versteckt sich im Raum. Naja, gut, okay. Das, wie gesagt, war es schon wieder einmal mit Stadtfilmabend. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, müsst ihr dem Kanal subscriben und diese blöde Glocke drücken. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, könnt ihr einen Kommentar schreiben. Dazu sind die Kommentare da. Wenn man Kommentare hat, kann man einen Kommentar schreiben. Und ansonsten like dieses Video. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.